Das sind Schafshoden. Und was so unappetitlich aussieht, ist doch eine Delikatesse. Zumindest in Marokko, denn die Testikel sollen die männliche Libido steigern. Männer sehen es als eine Art natürliches Viagra. Mythos oder Realität? Die Schafshoden werden von Männern zubereitet, nicht von Frauen, die schämen sich. Aber bei männlichen Kunden sind sie sehr beliebt, denn sie steigern die Libido. Sie sind gut für deinen Körper und für den Sex. Das wirkt zu 100%. Zubereitet wird das Gericht mit Olivenöl, Kümmel, Knoblauch und etwas Salz. Das essen vor allem Männer. Sie sagen, es steigert das sexuelle Verlangen. Während des islamischen Opferfestes werden massenhaft Schafe geschlachtet. Und zu diesem Anlass greift man dann eben auch mal zur Delikatesse Schafshoden. Und das, so versprechen es die Marokkaner, nicht ohne Nebenwirkung.